Na Bernd, ich habe heute ein absolutes Kleinod gefunden. In Saulkrasti nennt sich das hier. Das ist 30 Kilometer hinter Riga. Das Pi Majas. Also wenn irgendjemand mal hier langkommen sollte, das sollte er sich antun. Aber ich möchte noch mal eine kurze Geschichte erzählen. Ab hier ist der Europaradweg wieder ausgeschildert. Vorher musste ich 30 Kilometer auf einer Autobahn fahren und zwar ohne Standspur. Ich bin echt hart im Nehmen, aber ja, was soll ich sagen? Denkt es euch selber.